Hallo ihr Lieben, ich habe ein Video heute für euch bezüglich meines Eyeliners. Weiß jetzt nicht, ob das Deutsch war, ganz egal. Es dreht sich heute um meinen Eyeliner. Und zwar wurde ich von vielen Leuten gefragt, wie ich den mache, ob ich nicht ein Video dazu machen könnte und bla 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 bla. Und das werde ich in diesem Video tun. So sieht mein Eyeliner aus, so trage ich ihn immer, wenn ich Eyeliner trage. Und dazu benutze ich den hier, der ist schon jetzt ein bisschen abgeschmuckt. Das ist von Essence der Liquid Ink Eyeliner. Der hat so eine, also der ist flüssig und hat so eine ganz dünne Spitze. Und den gibt es auch in wasserfest für die Leute, die lieber wasserfesten tragen. Ich rede gerade ein bisschen schnell. Aber ich mag den lieber, weil wenn ich mich mal irgendwie ein bisschen vermale oder so, kann ich das einfach mit dem Q-Tip wegmachen. Und es ist leichter zum Abschminken und der ist bei mir noch nie irgendwie verschmiert gewesen. Der hat sich noch nie hier oben abgesetzt oder sonst irgendwas. Also ich hatte noch nie Probleme mit dem. Ich finde den perfekt. Und ja, ich glaube, dazu gibt es uns nichts mehr zu sagen. Fangen wir mit dem Video an. Bleibt dran und viel Spaß. So, also ihr seht, das eine Auge habe ich schon gemacht und das andere machen wir jetzt zusammen. Und zwar nehme ich da auf meinen Pinsel ein bisschen Produkt, nicht sehr viel. Und jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie im Bild bin. Ich setze hier am äußeren Augenwinkel an und ziehe das so Richtung Ende der Augenbraue hoch. So. Setze ich hier oben an und ziehe mir so ein Dreieck hier quasi runter. Und male das aus. So, wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr wieder ein bisschen Farbe. So, und dann male ich erstmal hier so ein bisschen am Wimpernkranz mir schon mal so eine kleine Linie vor. Und fange dann vorne am inneren Augenwinkel an und ziehe mir da eine ganz dünne Linie. So ungefähr. Dann setze ich wieder hinten an. Und verbinde quasi dieses Dreieck hier mit der Linie, dass das so ein schöner Übergang wird. Und dann sieht das Ganze so aus. Dann gehe ich meistens noch mit so einer kleinen Bürste durch die Wimpern, weil sich der ganze Eyeliner jetzt da drin gesammelt hat. Und das war auch schon alles. Dann sieht es so aus. So, und mit Wimperntusche und Kajal sieht das Ganze so aus. Also das ist so mein Go-To-Look, mein Make-up-Look. Ja, also wenn ich nicht den Eyeliner trage, dann trage ich einfach schwarzen Lidschatten als Eyeliner. Dazu kommt auch bald ein Video. Ja. Machen wir mich mal wieder ein bisschen groß, damit ihr auch alles seht. So, also wie gesagt, das ist mein Eyeliner. Jetzt habt ihr gesehen, wie ich ihn mache. Ich hoffe, dass euch das gefällt. Also so trage ich ihn halt am liebsten. Ich finde es schön, ich finde, das passt ganz gut zu meinen Augen. Und ja, wenn ihr wollt, dass ich das auch mal mit Gel-Eyeliner oder mit so Stift, diesen so Filz-Eyeliner mache, schreibt mir das, dann werde ich das auch irgendwann mal machen. Ja, und ansonsten war es das vom Video. Ich verblende.
Ich verlinke euch jetzt nochmal ein Video zu meiner beheizbaren Wimpernzange, also zum Live-Test quasi, hierhin. Ja, da mache ich einfach einen Live-Test mit wasserfester und mit nicht wasserfester Wimperntusche, und gucke, ob die Wimpernzange, also ob die beheizbare Wimpernzange ihr Geld wert ist, ob es sich lohnt, sie zu kaufen. Und wenn euch das interessiert, dann klickt einfach hier auf das Video. Für alle, die mit dem Handy unterwegs sind oder mit sonst was, ist der Link in der Infobox. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!